Hallo liebe Freunde, ein neuer Tag, eine neue Folge mit Roland, diesmal auf der Kosareninsel und weiter geht es ohne Umschweife. Wir wollen mal hier diesen Teil dieser Insel explorieren, also untersuchen. Ich muss ja nicht immer alles quaken, was die hier quaken. Die Schildkröte, Kaputtinger. So, die haben wir ja, die Meuterer haben wir ja mehr oder weniger kaputt gemacht. So. Okay. An der Stelle auch nochmal einen herzlich lieben Dank eines. Ich muss mal meine Sätze hier vollenden. So, jetzt geht's wieder. Eines lieben treuen Zuschauers auf meinem Odyssey Gothic Kanal, der mir gesagt hat, dass die Kokosnüsse, sobald man sie auf der Pfanne auf der anderen Seite hier auf dieser Insel gebraten hat, dann wird automatisch der Einfachheit halber daraus ein Stück gebratenes Fleisch. So, dann haben wir hier auch noch ein. Hallo, du sollst weg. Okay, den haben wir dann halt eben. Noch einer. Los! Ach, hab ich ja nicht eingerendert hier. Ein bisschen gucken hier, nach oben, nach unten, man weiß ja nie. Gut. So, haben wir hier noch einen kräftigen. Oh! Was macht denn die Fallheuschrecke? Die Fangheuschrecke da. Nee, du sollst meine Scavenger in Ruhe lassen. Ist jetzt. Du. Oh, jetzt kommt dann die Biene an. Nein, das ist ja eine Blutfliege, eine giftige. Was für eine Fliege? Ich verwechsel das immer. Giftwespe, ja. Richtig giftige Gewistwespe. Wistgespe. Na ja. Kann passieren, dass man hier ein paar freudsche Fehler macht. Aber hier ist richtig schön viel gezüchtet. Also sehr viel Getier. Das gefällt mir, weil ich kenne das ja von der Originalversion, von der Prologversion, dass hier so richtig viel zu holen gibt. Aber ich will erstmal nicht zu weit in den Westen, sondern erstmal hier parallel hier zu dem Streifen hier mich vorarbeiten, speichern. Ja, gut. Schauen wir mal hier. Haben wir noch was? So. Hast du eigentlich ihn hier gekillt? Habe ich das richtig gesehen oder war ich das? Kopf einer Fangheuschrecke. Schön. Gut. Ah, hier haben wir auch noch einen. Meine Schildkröte doch nicht. Nehmen wir dich erstmal. Wo war denn die Schildkröten? Euer Krauten? Ja, die hat es nicht erwischt. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Pfeil irgendwie abprallt am Panzer. Ne. Gut. Schöner Himmel. Wunderbar. Es ist 8.57 Uhr. Und mal gucken, ob wir hier auch so Hinweise von Mendoza finden. Mendozas Hinweise. Hier ist noch ein Kräuterkram. So. Hier ein bisschen hin und her gucken, ob es hier was gibt. Aber ich höre Geschmatze. Sehr verdächtiges Geschmatze. Wow. Ja. Gucken. Hin. Und du auch. Oh, jetzt kommt's. Nein! Immer diese Fehl-Aims. Also diese Fehleinzielungen. Oh Mann. Okay. Drei auf keinen Mal. So, der mittlere bitte noch. Ja. Oder der hintere war's. Gut. Oh, ein bisschen, bin ein bisschen bewandert. Bewundert. Bewundet. Nein, verwundet. So. Ja, ja. Mag ja so. Moment. Was leuchtet denn da so lecker? Eine Honigwabe gibt's hier auch. Lange nicht mehr eine Honigwabe gesehen, gefunden. Ah, ich habe mir doch gedacht, dass es hier auch noch Hinweise gibt. Respektive keine Hinweise, sondern ein Hacke-Peterkreuz. Welches hier mal kurz anhacken.
Da ist nicht zu holen. Ja, aber ein Hinweis von Mendoza. Das haben wir wohl gefunden. Gut, das ist noch Abstand genug. Dann gucken wir mal unter dem Mendoza-Hinweis, was da steht, welcher Buchstabe sich darunter verbirgt. Jawohl, hier ist es, Mendozas Hinweis 2. Also der zweite Buchstabe wird sein E. E, na, natürlich in der deutschen Sprache der meist benutzte Vokal bei Wörtern. Gut. Ein Stumpf irgendwie was? Kein Pilz oder so? Ja. Gibt's hier eventuell noch was? Mhm. Da hinten Kokosnüsse. Und was ist das? Schwamm. Aha, Zunderschwamm. Okay. Ja. Baum? Baumstamm? Nein, auch nicht. So, nochmal kurz gucken hier. Ja, ich weiß. So, bist du auch schon mal weg? Was haben wir da? Da komme ich da noch hin. Aha, Knochen. Mittlerer Lederbeutel. Essenz der Heilung. Gut, okay. Gehen wir mal hier wieder entlang. Irgendwo muss auch noch hier eine Fliege sein. Eine Wespe. Eine Wespe meine ich natürlich. Ja, schön. Ich lasse sie am besten immer so ein bisschen rankommen, damit ich nicht so weit vorlaufen muss. Und hier mein gesuchtes Gebiet verlasse. So, finde ich die. Jetzt bin ich wieder hier. Ah ja, okay. Hier haben wir noch Kokosnüsse. Und hier haben wir noch mehrere Kreuze. Kreuze, ja, ich weiß. War hier noch was? Krabbelnde Schildkröte. Na, nicht so, sondern so. Jetzt speichern wir mal. Weiter geht's. Gerade wo es hier mal so hoch ist, bei so Schilfen, ist hier die Übersicht nicht so schön. Moment. Habe ich hier was vergessen? Es war doch noch ein Kreuz irgendwo. Was denn? Hallo. Ja, hier war's. Hack. Nichts zu holen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Genau, weil der greift mich nicht an, der Lederbeutel. Mendozas Hinweis Nummer 4. Untote vernichten Feuerregen. Ja, sehr schön. Mendozas Hinweis Nummer 4. Das dürfte dann hier sein. Genau, richtig. Wieder ein E. Ja, ja. Wie ich eben schon sagte, der meist benutzte Vokal in deutschem Sprachgebrauch. Kauf ein E. Ernstl. Oha. Und was erinnert mich das? Hast du mal nicht irgendwie so ein... Da komme ich wieder nicht durch. So ein Spiel auf irgendeinem komischen Privatkanal. Mit einer Frau, die nur da zuständig war, irgendwelche komischen Dings umzudrehen. Buchstaben. An einer... Oh, wilde Bienen wieder. An einer Wand. Okay, komm. An einer Wand. Ja, wie hieß sie denn nochmal? Nicht Glitzer, sondern irgendwie sowas. Die Frau hat ja kaum was erzählt. Okay, die giftige Wespe finde ich wohl nicht mehr. Alter Schwede, was viele Kokosnüsse. Gab's die im Prolog auch? Fische? Ein paar Müpfelchen. So, gucken wir mal hier. Habe ich hier noch was vergessen?
Ja. Müpfelchen. Am Ufer. Diesmal kann man das durch den Renderer wunderbar sehen. Also durch den neuen. Weil, wenn du unter Wasser schwimmst, dann ist es nicht so verblurrt. Das hatte ich ja schon erwähnt gehabt. Okay, dann wieder mal ein bisschen zurücklaufe. Dich hatten wir, ne? Ja. Genau. So, und dann gehen wir mal hier wieder hin. Und irgendwas habe ich doch wieder übersehen. Nein. Doch. Heilpflanzinger. Gut. Okay, da ist wieder eine giftige Webs. Ah. Ja, genau. Oh, wilde Bienen. Die machen bei mir immer so ein Salto Mortalo. Also die können richtig aggressiv werden. So, soweit ich weiß, muss irgendwo, aber das ist, glaube ich, weiter da hinten noch. Gut, dann gehen wir erstmal wieder hier weiter runter. Da war noch irgendwo eine Höhle. Sofern ich das noch in Erinnerung habe vom Prolog. Kronstöckel, ja. Wunderbar. Dann werden wir mal hier die Seite des Schatterrandes absuchen. So. Hier war ich ja noch nicht. Oh, yo, ho, 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 man, yo. Was ist das? Oh, das sind wieder hier so ein Haufen. Haufen, Schädel. So, und? Da ist nicht zu holen. Mendoza's Hinweis Nummer 6. So, Nummer 6. Oh, jetzt mal ein D. Mhm, Dora. Okay, das ist Nummer Dora. Was fallen mir denn für weibliche Vornamen mit Dora ein? Also mit D. Okay, Dora habe ich schon genannt. Dietlinde. Daniela. Aber am besten mal so Namen ausdenken, die nicht unbedingt mit A enden. Dörte. Ja, gute Idee. Dörte. Dörte, richtig. Dörte ist auch ein Name. Dörte. Dörte. Fällt mir so ein Lied ein von einem Kabarettisten von Deutschen. Mensch, wie heißt denn der nochmal? Reinhard Gräbe. Oh, mal gucken, ob ich das Ding hier mal kriege. Dörte. So. Okay, Dörte ist jetzt hin. Okay, die habe ich jetzt mal Dörte getauft. Die fangen Heuschrecke. So, wir sehen Spaß gesehen. Ich weiß, komm nicht mehr drauf auf den Text. So, hier sieht ein Stein nach einem Stein aus und nicht nach einer Truhe. Okay. Ja, heute habe ich mal wieder gute Laune, das ist gut. Denn, ich schaue mal voraus. Pfeil. Und, aha, immer da, wo die Schädelchen sind. Der Mendoza muss ja irgendwas an seinem Mendoza-Kopf haben, ne? So nach dem Motto, ich signalisiere nicht nur mit meinem Kreuz. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Sondern ich lege auch immer Schädel neben der Grabstelle. Silberkelch, silberne Schale, mittlerer Ledlop, Elixier der Heilung, Gold, Mendozas Hinweis. Nummer 7, ich bin hier im Angriffsmusikmodus, oder wie? Nummer 7. So, mal gucken. Ist wieder ein E. Mein Gott, was ist denn das jetzt für ein Wort? Elektronik, oder Gelee. Ja, vielleicht sollte ich mal abspeichern. Erdbeergelee. Das hat auch sehr viele E's. Fällt mir gerade so. Nicht. Pst, Junge, zieh doch mal vernünftige Schuhe an. Da kannst du auch über Wurzeln fliegen. So, was war hier noch? Ach, das sind ja wilde Bienen. Erdbeergelee. Ich höre die sogar. Wunderbar. Wagen wir uns hier mal ein bisschen vor. Oh, oh, oh! Knurps, Knurps. Da knurpsen sie. Interessieren sie aber nicht für mich, oder? Gucken. Zwei Fangheuschrecken. Und was knurpst ihr denn da jetzt? Wunderbar. Giftpfeil ist immer cool.
gerade auch. Kann man die wilden Bienen auch treffen? Ja, wahrscheinlich nicht so gut. Okay, jetzt bist du schon mal hin. Bei der Baumgabelung. So, Fangheuschrecke. Haben die jetzt an den wilden Bienen rumgeknuspert? Ich kann mir da nichts weiter erklären. Ah, hier ist noch eine. Gut. Oh, 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 oh. Noch mehr wilde Bienen. Oh, da ist noch ein Meuterer. Ja, okay, dann gehe ich erstmal rüber. Und ich glaube, da ist auch die Höhle. Ich meine, dass da eine ist. Hier ist noch was Kräutermäßiges. Ah, Moment mal, wo ist diese Gabelung? Nee. Ach, wahrscheinlich diese Angriffsmusik wegen. Ja, hier ist nämlich noch was. Genau. Oh! Der macht mir... Oh, jetzt kommen die auch noch da hinten aus der Versenkung raus. Oh, und jetzt bin ich auch noch hier. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Moment mal, wilde Bienen, kann ich die denn... Nein, mal gucken, vielleicht kann ich sie doch irgendwie... Nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Ach so, die sind ja tot. Aber ich wusste gar nicht, dass ich... Doch, ist logisch. Fangheuschrecken ernähren sich von wilden Bienen, also von Insekten sowieso. Logisch. So, ich glaube, die da hinten sind aggressiv, die ist aggressiv geworden und haben mich entdeckt. Also Zeit zum Speichern. So, gefuttert habe ich... Zum Glück auch noch was und abgespeichert. Ja, das sieht gut aus. Sicherheitshalber nochmal ein Pfeil einwerfen. Ein Giftpfeil. Und was ich auch noch brauche. Wichtig, genau. Falls irgendwas ist, denn ich will ja mal gucken, was hier mit den wilden Bienen... Ah, die muss ich meiden. So, weil hier sind Meuterer. Die sind bestimmt aggro. Mhm. Blöd, die kann man schlecht sehen. Entweder... Erstmal hier Deckung nehmen. Jetzt bist du dran. Ja, jetzt bist du dran. Und dann? Oh, die kommen sogar vor. Okay. Oh, sind alle dran. Ja, das ist doch wunderbar eigentlich. Oh, guckt euch mal an hier. Diese vielen Musketen da. Mal gucken, ob ich noch ein Dings habe. Unwetter habe ich. Oder Feuerregen. Eben mal im Aufgucken. Nein, das... Moment, stopp. Feuerregen bringt die meisten Schaden, 500 Maximum. Ja, ich hoffe, dass ich da was bewirken kann. Oh, 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 oh. Sind ein bisschen anlediert, aber ich will es nicht. Jetzt komm. Ja, sprich mal. Shit. Das wird nichts werden, weil wenn die sich regenerieren, dann bin ich wieder am Anfang. Okay, dann mache ich das anders. Ich habe auch schon was im Petto. Oh mein Gott. Wer seid ihr denn alle? Oh. Oh, der. Das ist Dobbs. Das war's für dich. Und ich bin Hobbs. Andere Strategie. So. Dann werden wir mal... Nein, das habe ich mir... Erstmal mache ich den Feuerregen. So, und irgendwo war doch dieser Baum, bei dem ich Deckung fand. Ja, der dicke hier. Jetzt bist du dran. Genau, richtig. So, dann kommt doch mal bitte alle ran, das wäre cool. Ja. So, Supi. So, dann nehmen wir
wir mal die Eiswelle. Das war's für dich. Das ging nicht. Mensch. Okay, jetzt stehe ich hier wieder hinterm Baum. Aber die haben mich noch gar nicht bemerkt. Jetzt bist du dran. Und jetzt haben sie mich bemerkt. Okay. Dann werden sie wieder herkommen. Und wenn sie alle schön da im Pulk stehen, genau richtig, dann werde ich trotzdem mal Wunder wirken. Was geht denn jetzt ab? Das Querschläger? Sachen gibt's. Okay, also, nicht lange fackeln. So, und... Recht. Inwieweit sind die dann geschwächt? Jetzt ist meine Eiswelle wieder Moment. Speichern. Okay. Jetzt habe ich die Eiswelle hier. Oh, ja, das wird nicht gehen. Okay, versuchen wir nochmal den Feuerregen. Okay, aber was ist da hinten? Irgendwer macht hier Dauerbeschuss. Die wilden Bienen können das nicht sein. Ich esse mal was und wow. Und check mal die Lage hier. Sehr komisch. Da war was. Da wurde was angezeigt. Okay. So, Musketenladung. Okay, hier sind natürlich die ganzen Meuterer. Und die Musketenladung. Und hier waren Dobbs dabei. Ist das... Wer ist denn das? Meuterer. Da habe ich den schon eventuell aufgehoben. Aha. Meuterer. Dann habe ich wahrscheinlich den Dobbs schon. Meuterer? Der Dobbs ist hier gar nicht bei. Ich will mal wissen, was da hinten geschossen hat. Dann wird er wahrscheinlich sich noch irgendwo aufhalten. Aber ich weiß, hier gab es noch Beeren. Genau, richtig. Mal schöne Gobo-Beeren. Sicherheitshalber speichern. Und mal schauen, wer da hinten geschossen hat. Wilde Bienen doch nicht. Da, ein Meuterer. Ach so. Da hat sich einer verpieselt. Kann man den erkennen? Ja. Okay. Ist er jetzt hin? Ich habe keine Erfahrungspunkte gesehen. Okay, vielleicht sollte ich nachher mal gucken, wenn ich den Dobbs nicht entdecken sollte hinterher. Goblinbären, oh schön. Dass ich den irgendwie doch noch aufgeladen habe. Irgendwie doch getötet habe. Mein Gott, ich bin jetzt total ruhig. Ich nicht weiß, ob noch wer hier ist. Schauen wir mal. Und ja, ich weiß, da hinten ist noch ein Kreuz, aber trotzdem will ich hier erstmal gucken. Da wer ist? Banane. Kommen die denn an Bananen? Naja klar, von irgendwelchen Kapernfahrten. Kiste mit Proviant, das ist doch schön. Nee, der Dobbs scheint wohl nicht da zu sein. Weil einer muss doch auch noch einen Teil von dem Tagebuch haben. Hä? Ich hatte Dobbs gesehen. Zuerst. Lagerfeuer. Mal ein bisschen Fleisch braten. Gucken wir mal, ob das was bringt. Ja, 10 Stück. Alles Fleisch braten.
Ja, 33 Fleische gebraten. Schön. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Was es hier noch gibt. Ist das noch eine Kiste mit Proviant? Gut. Wo ist Dobbs? Hat er sich auch hier irgendwo verpieselt? Man weiß es nicht. Okay, also ich werde ja, da hinten ist was. So, nur mit einem Schädel markiert. Mhm. Mendozas Hinweis Nummer 1. Diesmal ohne Sound. Gut, gucken wir da mal nach. Mendozas Hinweis Nummer 1. Das war, Moment mal, das war so ein ganzer Pulk in einer Reihe. Hier müsste das sein, genau. 7, 9. Hä, Moment. Ja, da ist es. N. Okay, das ist dann die N-Variante. So. Ich habe nur den zweiten Teil von Mendozas Tagebuch. Und woanders gibt's kein weiteres. Menno. Gucken wir mal. Gibt's hier noch irgendwie was? Nein. Gucken wir mal, meine ich. Bleibe ich hier am Fahren hängen? So, was hat sich denn hier ereignet? Kokosnuss hat sich da ereignet. Also hier gibt es noch Kokosnüsse. Da hinten sehe ich eine Honigwabe. Pflanzen. Ja, ja. Also, es war nicht eine Höhle. Ja, es war eine Höhle, aber nicht so von Bedeutung. Ja, wo der Dobbs jetzt abgeblieben ist, möchte ich mal wissen. Lutsch mir doch einen Drops. Wo ist der Dobbs? Gut. Okay, liebe Zuschauer, danke für euer Einschalten, danke für euer Zusehen. Schreibt einen Kommentar und liked. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.